Aloha zusammen und willkommen zurück im Winter. In der letzten Folge wurden wir rüde vom Jahreszeitenwechsel während unserer Quest unterbrochen. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt im Winter die Quest weiter, statt zu bauen. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, noch ein Häuschen zu bauen am Ende oder zwei. Gucken wir mal. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder dahin reiten. Vorher gehen wir trotzdem in die Verwaltung rein. Eine Frau hat ein Kind geboren und eine Frau ist wieder zurückgekommen. Mal sehen, ob wir die gleich eins zu eins austauschen können. Gucken wir mal. Vorher aber wie immer Kräuterhütte. Das Wichtigste. Da müssen wir auch kleiner mal die Wassereimer aufstocken. Im Winter haben wir ja mal erhöhten Wasserverbrauch, wenn die Tränke hergestellt werden. Ich muss auch, glaube ich, im Frühling, wenn ich dran denke, mal den Überschuss an Pflanzen, den wir haben, einfach wegcraften, dass das Lager ein bisschen leer wird, auch wenn die nicht so viel Platz wegnehmen. So. Und ein bisschen was ganz machen muss man auch. Das würde ich natürlich gerne alles vor der Quest erledigen. Grabungsschuppen, Fischerhütte und ein paar Wohnhäuser. Easy. Und wir sind eh cool. Erstmal auspacken. Oh, das Lager sieht auch schon wieder verdammt voll aus. Backen lassen wir mal einstecken. Bisschen sortieren. Das kommt ins Lebensmittellager. Achso, da können wir eigentlich gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Ja, wobei, so viele Eimer haben wir jetzt hier gerade da. Scheint noch genug im Lager zu sein. So. Können ja, die Eisenpfeile hätten wir auch auspacken können. Egal, nehmen wir jetzt mit. Okay, wir müssen ein bisschen reparieren. Auf gut Deutsch, wir brauchen ein bisschen Stroh, ein bisschen Stöcke. Ah, Mist, war zu viel, weil ich zu viel anderen Quatsch einstecken habe. Wollte ich gerade nochmal mit umräumen. Einmal da. Ah, die Bauarbeiterhütte, die wir halt schicken. Und dann müsste ich mich da nicht mehr drum kümmern. Aber das dauert noch ein bisschen. Achso, wir hatten ja hier eine arbeitslose Frau. Müssen wir mal kurz gucken, wo ist denn ein Job frei geworden überhaupt? Ach, das war in der Jagdhütte, glaube ich, ne?
Nee, in der Jagdhütte nicht. Die kommt erst noch. Ah, in der Scheune. Okay. Du bist aber Jagen und Sammeln, ne? Ich glaube, mit der würde ich gerne mal ein Wörtchen wechseln, bevor ich sie irgendwo einstelle. Wir machen erstmal die Reparaturen fertig, dann sollte für die anderen die Arbeitszeit begonnen haben. War jetzt was beim Eselstall? Ich weiß es gar nicht mehr. Schlürfen mal hin, ne? Ne, sieht gut aus. Felder sind schon alle gedüngt. Da haben sie jetzt nicht viel zu tun im Winter, hier habe ich das Gefühl. Ja, hier hinten. Das ist halt ein bisschen... Wobei, jetzt sollte das Feld ja nicht mehr abseits sein. Aber das war halt im Herbst. Haben sie halt nicht ganz geschafft. So, hauptsächlich Wohnhäuser und hinten die... Oh, warte mal kurz. Gehen wir erstmal zum Grabungsschuppen. Hatte ich schon leer gemacht, meine ich. Ah, das sind noch Holzsperre von mir. Schon neu gespawnt. So, wenn wir schon mal hier sind, ist hier noch irgendwas kaputt? Nope. Ja, Reparaturen fressen halt natürlich Zeit, brauchen wir nicht drüber reden, aber muss gemacht werden. Ganz wichtig. Wir wollen ja, dass unsere Einwohner glücklich und zufrieden sind. Wo kann ich denn das Essen priorisieren? Zeige ich dir gleich. Also du meinst, was deine Dorfbewohner essen können und was nicht, ne? Also wirklich priorisieren kannst du das nicht. Du kannst nur sagen, das darfst du gar nicht. So, nach dem Motto. Und wie sie sich dann vom Rest aussuchen, da hast du keinen Einfluss drauf. Ich mach bloß mal fix die Reparaturen fertig, damit ich nicht durcheinander komme. So, Reparaturen haben wir fertig. Das kannst du tatsächlich genau da, wo wir jetzt sind, in der Verwaltung machen, im letzten Punkt. Und hier bei Essbares einfach dann den Haken rausnehmen, wenn du sagst, die sollen keinen Käse essen. Ne? Jetzt musst du aufpassen, es gibt Sonderfälle, wie zum Beispiel, wenn du sagst, die sollen keine Kohlsuppe essen. Dann musst du das sowohl beim Essen ausmachen, als auch beim Trinken sozusagen, weil es gibt ja Mahlzeiten, die sowohl Nahrung als auch Flüssigkeit geben. Ja, wie Gemüsesuppe und Bärenbrei und so weiter. Ah, okay.
Aber einfach unter Verwaltung hinten. So, jetzt sind eigentlich alle auf Arbeit. Jetzt sollte die gute Dame, die wir suchen, hier irgendwo rumstehen. Das sind nur Kinder. Ja, wahrscheinlich hier unten irgendwo. Wahrscheinlich ist sie da. Weil vielleicht hatte ich ja gar keinen Bock auf Jagen. Vielleicht hatte ich die nur in der Jagdhütte eingeteilt. Ne? Wir wollten ja jetzt ein bisschen mehr darauf achten, was die gerne machen. Und in der Jagdhütte habe ich auch gerade gar keinen Platz für sie. Da steht sie aber auch nie. Wo steht sie denn? Kiddies, die sind ja dann auch immer draußen. In den Häusern stehen ja eigentlich nur die Muttis rum. Eigentlich stehen die doch dann vor dem Haus rum. Wo bist du? Das ist meine Fischerin. Moment mal, konnte man nicht... Ich glaube, das geht nur beim Ehemann oder so, dass man sich das auf der Map anzeigen lassen kann. Okay. Naja, müssen wir sie wohl suchen. Gehen wir doch mal nach da hinten, aber ich meine, da standen nur Kinder rum. Genau, das sind zwei Kids. Dann muss er eigentlich... Das waren doch aber auch Kinder. Bin ich doof? Wo ist sie denn? Nur Kinder rumlaufen. Sie muss doch aber auch irgendwo rumlaufen. Die laufen doch eigentlich nicht so weit weg. Schweine, Hühner. Ich bin irritiert. Ach, da kommt sie gerade. Stand die gerade schon hier? Nee, ne? Hi. Worin bist du besonders begabt? Mein größter Wunsch ist es, unsere Wälder und Dörfer in Harmonie miteinander zu sehen. Die Jagd ist für mich mehr als nur Nahrungsbeschaffung. Ja, toll, sie ist auch noch eine tolle, sie ist auch noch Jägerin. Ich habe aber keinen Platz in der Jagdhütte für sie frei aktuell. Nächste Jahreszeit vielleicht. Na gut. Sie ist ja trotzdem im Handwerk nicht unbegabt. Aber im Handwerk habe ich auch nichts. Ja, damit sie nicht arbeitslos ist, stecken wir sie mal in die Scheune. Aber vielleicht merkt ihr euch das mit, damit, wenn der Platz in der Jagdhütte frei wird, dass wir das dann tauschen.
So, kleines bisschen. Die ist halt schon wieder fast voll, das Ding hier, ne? Wenigstens mal das Holz rausnehmen. In der Hoffnung, dass das Lager nicht voll läuft, während ich weg bin. Kleine Gürteltaschen, sieht gut aus. Was suche ich denn eigentlich gerade? Achso, Kalkstein, aber da bin ich schon dran vorbei. Deine, naja, für ein Haus reicht's mit Steinen dann. Alles nur aus 62, okay. Na gut. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zur Quest. Ich packe noch das Essen weg, was wir jetzt nicht brauchen. Gott, ich schleppe auch die ganzen Wassereimer die ganze Zeit mit mir rum. Und dann packen wir uns mal was zu essen ein. So. Wo habe ich geparkt? Da. Auf! Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Bin mir immer noch sicher, dass sein Vater nicht sein Vater ist. Irgendwie. Wobei das ja auch immer so ein Ding ist, ne? Vater und biologischer Vater, das muss halt nicht dasselbe sein. Deswegen kann der eine ja trotzdem der Vater sein. Geht ja eh mehr darum, wer dich aufgezogen hat. Und wer dich beeinflusst hat in deinem Leben. Als wer dich erzeugt hat, sozusagen. Lauf wie der Wind. Aus dem Weg. Achso, die NPC-Quest haben wir ja auch noch. Mit dem Wiesent oder dem Holzrad. Naja, mal gucken. Wieso ist hier eine Falle? Sehr witzig. Und Dachse. Jetzt brauchen wir die Dachse nicht mehr, da sehen wir sie. Jaropelk. Was wollten sie von dir? Auf ihre etwas eigene Art und Weise scheinen sie dankbar dafür gewesen zu sein, dass ich ihre Höhle wieder sicher gemacht habe. Vor allen Dingen meine Geduld auf die Probe stellen. Machen wir das Erste. Ah, ich habe gesehen, dass sie dir etwas Kleines gegeben haben. Was war es? Nichts Besonderes, nur eine alte Anstecknadel aus Bronze, die noch dazu etwas angelaufen ist. Sieh sie dir an, wenn du willst. Diese Form, das ist nicht möglich. Das ist das Symbol unseres Dorfvorstehers. Seit Generationen haben sie es auf der Brust getragen, bis mein Vater verschwunden ist. Er war im Besitz der einzigen Anstecknadel, von der ich weiß. Das bedeutet, es muss seine sein. Woher haben sie sie?
Haben Sie? Was haben Sie mit ihm gemacht? Der Gesprächige von Ihnen hat einen Haufen Steine erwähnt. Er meinte, Sie haben die Nadel dort vor kurzem gefunden und dass sie keinen Wert für Sie hat. Wir müssen danach suchen. Vielleicht liegt unter den Steinbrocken noch etwas anderes. Sehen wir uns das Ganze genauer an. Ich glaube, was wir finden, könnte dich nicht glücklich machen. Sicher, ich bin Schatzsucher. Ich liebe Schatzsucher. Okay. Untersuch den Steinhaufen. Ach hier, direkt der Steinhaufen. Aber für ein Grab ist das ein bisschen viel Stein. Naja. Du stehst vor einem großen Steinhaufen. Die Brocken sind sicher von der nahegelegenen Felswand abgebrochen. Aber zusätzlich... Hier 100, kauf dir ein paar Buchstaben. Heute verschluckst du zu viel Einschaltungszeichen. Ja, heute verschluck ich echt viel, Sabrina, das stimmt. Die Brocken sind sicher von der nahegelegenen Felswand abgebrochen. Aber zusätzlich muss sie jemand zu einem Grabhügel aufgehäuft haben. Und vielen, vielen Dank für dein Cheer. Ja, jetzt wäre natürlich die Bronzespitzhacke, die ich vor uns gefunden habe in der Höhle, wahrscheinlich sehr praktisch. Die habe ich natürlich zu Hause gelassen. Müssen wir uns gleich eine Steinspitzhacke machen. Hebe die größeren Steine beiseite. Ja, ich bin stark und kräftig. Ein paar leere Flaschen tauchen vor dir auf. Es besteht kein Zweifel, dass die beiden Einsiedler diesen Steinhaufen durchsucht haben. Durchsuch die Lücken und Spalten. Du findest altes gegerbtes Leder. Es könnte ein Überbleibsel von Schmugglerware sein, die hier vor Jahren versteckt wurde. Grabe tiefer zwischen die lockeren Steine. Nach ein paar Handgriffen taucht ein großer Knochen zwischen den Steinen auf, umgeben von weiteren, schmaleren Fragmenten. Bald darauf folgt ein Schuh, in dem noch immer ein skelettierter Fuß steckt und zerlumpter Stoff, der von einem Mantel stammen könnte. Wickle die Überreste in den Mantel und nimm sie mit. Ach, das war Papi. Ich habe gesehen, was du da gefunden hast. Ist er es? Ich kann es nicht glauben. Das sieht wie ein bewusstes Begräbnis aus. Das macht keinen Sinn. Der Stoff ähnelt seinem Mantel ein wenig, auch wenn die Farbe verblasst ist. Aber das heißt nichts. Schau dir die Knochen an. Sie alle sind in einem schrecklichen Zustand. Wurde mein Vater von wilden Tieren in Stücke gerissen? War das sein Ende oder hat jemand nachgeholfen? Schwer zu sagen, lass uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Dieser Steinhaufen ist völlig durcheinander, ganz zu schweigen vom Zustand der Überreste. Dem Zustand der Überreste nach zu urteilen, muss es etwas Starkes und Gerissenes gewesen sein. Ich würde sagen, die Wildnis hat ihn sich geholt. Jemand muss die Überreste mit einer Schicht aus Steinen bedeckt haben. Wilde Tiere sind nicht so rücksichtsvoll. Ja. Könntest du... Gib sie mir, bitte. Du hältst sie falsch. Natürlich. Sie sind so leicht. Entschuldige, du bist noch immer im Besitz dieser mysteriösen Axt. Bring sie zu Nidan. Niemand kann dir mehr darüber verraten als er. Auch wenn er generell eher nicht sehr gesprächig ist. Ich hätte nicht gedacht, dass unser kleiner Ausflug in die Wälder so enden würde. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Das ist verständlich. Mach's gut. Tschüss. Ah, ist schon ein bisschen bitter, ne? Also, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen hier in Oxbow. Ah, ich habe schon gerade kurz gedacht, ich muss das Ding mit der Spitzhacke zerlegen. Hätte ja gepasst, wenn man eine Bronze-Spitzhacke findet. So, ich bin immer noch der Meinung, dass Nidan seinen besten Freund getötet hat und dass Nidan der eigentliche Vater von unserem Saufkumpan ist. Oh, ich bin an ihm vorbeigeritten. If you didn't work hard for it, it's meaningless.
Ach, ist das nicht der von den, Ah, nee. Muss aus dem Dorf raus. Ich dachte schon, das ist unser Freund vom Anfang. Mit dem schlechten Essen. Entschuldigung. Ah. Warum störst du mich? Ich habe nicht um Gesellschaft gebeten. Oh, das ist ja eine nette, offene Person. Kein Grund, wütend zu werden. Ich wollte dich nur etwas über diese alte Axt fragen. Sie ist anders als die anderen Werkzeuge. Du hältst den Griff fest und schlägst mit dem Kopf zu. Versuch dir nicht weh zu tun. Wir haben hier keinen Bader, der dich wieder zusammenflicken könnte. Und jetzt lass mich in Ruhe. Hat er mir erklärt, wie eine Axt funktioniert. Ich weiß, wie meine Axt schwingt. Ich wollte von dir etwas über diese bestimmte Axt wissen. Seufz, warum von mir? Du bist so ein Arsch. Weil du dich mit dem Thema am besten auskennst, natürlich. Wir haben ein Werkzeug gefunden, das einem deiner Holzfäller gehört haben könnte. Schwachsinn. Nur ein verdammter Narr würde sein Erbstück verlieren oder verkaufen. Wir behandeln unsere Werkzeuge mit großer Sorgfalt. Entweder es nutzt sich während der Arbeit ab, oder es wird weitergegeben, wenn wir sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wie kann es sein, dass du diese Grundregeln unserer Gesellschaft nicht kennst? Dieses Gespräch langweilt mich jetzt schon. Bitte, auf dem Kopf der Axt befindet sich ein Wildschweinsymbol. Siehst du, das Eisen ist sehr rostig, aber man erkennt es noch. Vielleicht weißt du, zu wem es gehört. Das kann nicht sein. Das ist eine Fälschung. Das ist ungeheuerlich. Gib mir sofort diese Waffe. Du erkennst die Axt also doch. Natürlich tue ich das. Es ist meine. Aber wie kann das sein? Oh, ich weiß. Es muss ihre Schuld sein. Ich bin sicher. Wolmirs verdammte Männer. Die müssen sie gestohlen haben. Jetzt spiel keine Spielchen und gib sie zurück. Nicht so voreilig. Zuerst sagst du mir, wieso sie in der Hütte eines vermissten Jägers tief in den Wäldern aufgetaucht sein sollte. Woher soll ich das wissen? Pass auf, wenn du mir unterstellst oder diese rostige Axt landet... Was? Pass auf? Achso, pass auf, was du mir unterstellst. Oder diese rostige Axt landet gleich in deinem Schädel. Ich wette, sie ist noch scharf genug. Spar dir den Atem. Selbst wenn ich zurückgeben wollte, dieses Stück Eisen gehört jetzt dem Dorferben. Oh ja, das finde ich gut. Ich bin im Namen von Jaropelk hier und glaub mir, das ist auch das Einzige, was mich davon abhält, dir die Zähne auszuschlagen. Verflucht soll dieser Bastard sein. Er ist zu blöd, sich den eigenen Arsch abzuwischen, aber ich hätte wissen müssen, dass die alte Hündin dahinter steckt. Diese verfluchte Familie wird nie aufhören, mich zu quälen. Ich habe genug. Hau ab, du Wurm. Vielleicht unterhalten wir uns weiter, wenn du dich beruhigt hast. Warte auf den nächsten Mittag. Naja gut, der ist ja nicht so weit hin, glaube ich. Naja gut, der nächste Mittag ist erst am nächsten Tag. Dann können wir ja schon mal nach Hause und vielleicht doch eine Hütte anfangen. Wir wohnen ja nicht so weit weg. Können wir nachher, wenn wir hier eben Dorf sind, vielleicht auch noch einen Einwohner holen. Nächster bitte! Susakaya, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Nächsten Mittag ist fast immer nächster Tag. Naja gut, okay, wenn ich jetzt das zeitig genug abgewickelt hätte, hätte es ja am selben Tag stattfinden können. Theoretisch. Praktisch, ja, wahrscheinlich ist das immer nächster Tag. Thank you.
So, na, wenn wir gerade hier sind. Platz freigeräumt haben wir ja schon. Ey, da kann ich nicht bauen wegen dem Baum. Ich wollte mich bloß mal hier so ein bisschen orientieren. Kind, du stehst da ein bisschen ungünstig. So. Was waren's? Knapp 100 Steine, 40 Holz und 80 Bretter, ne? Weiß ich nicht mehr, irgendwie 96 Steine oder so. Ich hab mein Zettel ist mit. Könnt ihr mal aufhören, durch meine Baustelle zu laufen? Sehr unfassbar. Ja, wir nehmen es aus dem Lager raus, das ist eh schon wieder voll wahrscheinlich. Nee. Dafür habe ich ja die handlichen Stacks. Eigentlich kann ich das ja auch schon machen. Geht ja fix, so ein Haus zu bauen, wenn einem nicht der Hammer kaputt geht. Lass mal die Steine hier liegen, dann kann ich die Bretter gleich mitbringen. So viele Bretter können wir auch direkt mal. Oh, die habe ich ein bisschen ungünstig dahin geworfen. Ah, mit den Brettern ist ein bisschen tricky. Die schön abzulegen. Oh nein, ich wollte nicht nur eins ablegen. Ein Hammer. Haben wir noch einen Holzhammer oder so? Gehen wir jetzt schon zu Kupfer über? Okay. Machen wir die Hütte noch fertig und dann können wir ein Nickerchen machen und dann ist ja schon der nächste Tag. Are you an aspiring mule?
ein schickes neues Haus. Just tell me what you need me to do. Für die nächste Familie. Gut, dass er die Tür benutzt. So. Platz für die nächste Höhle. Und wieder eine Familie glücklich gemacht. Ach Mist, ich wollte die Hütte eigentlich stehen lassen, falls wir NPCs holen. JB, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt Holz übrig? Aber das war natürlich, weil wir gerade die Hütte abgerissen haben. Wir haben ja Winter, wir können ja gleich ein bisschen Steine sammeln, bis Mittag ist. Im Winter sieht man die ja so gut. Weil wir müssen ja jetzt noch ein bisschen Zeit rumbringen, bis die Quest weitergeht. Dann machen wir vielleicht doch schnell vorher noch eine Hütte. Auf der anderen Seite 50 Steine sammeln. Bist du halt in der Mine eigentlich schneller, wobei. Wir müssen ja die Zeit irgendwie rumbringen, ne? Normalerweise müsste ich die Steine doch. Ne, die nicht. Aber es gibt ja auch Steine, wo ich mit der Spitzhacke, die ich nicht einstecken habe, ein bisschen mehr sammeln kann. Geht aber. Ja, im Winter ist halt mega, da siehst du die Steine. Das ist super gut und es ist nicht so viel Grünzeug auf dem Boden, was das Einsammeln behindert. Ja, aber ganz oft hast du ja, du guckst einen Stein an und sammelst dann aber trotzdem den Löwenzahn daneben ein. So nach dem Motto. Wie hier die Zweige. Wobei ich gerade überlege, brauchen wir überhaupt Einwohner? Also, brauchen tun wir die immer, gar keine Frage. Aber kriegen wir die auch irgendwie unter? Und was brauchen wir? Wonach halten wir Ausschau? Wir könnten natürlich mal einen Brunnen stellen, damit ich mich da nicht drum kümmern muss. Und ich glaube, Herstellung generell ist nicht schlecht. Ich glaube, wir haben schon genug Steine. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eins? Sammeln wir auf dem Weg zur Baustelle einfach noch ein bisschen weiter hier.
Umso mehr Steine wir jetzt sammeln, umso mehr haben wir dann direkt für die nächste Baustelle. Entschuldigung. Jetzt haben wir schon fast das komplette Haus zusammengesammelt. Okay, cool. Wir holen keine Steine aus dem Lager. Wir können auch gleich die restlichen zusammensammeln. Ist eine Steinwand. Achso, ich hatte Steine einstecken. Ich dachte gerade, wieso hat die sich so krass gefüllt? So, wie immer, alle Einheitshäuser. Hier wird keiner bevorzugt. Okay, 12 Steine fehlen uns noch. Na, die kriegen wir doch easy noch zusammengesammelt hier, oder? Dann lassen wir die im Lager für die nächste Hütte. Oh, und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon die vordere Front sozusagen komplett die Häuser aufgewertet. Nice. Dann müssen wir uns hier mit der hinteren Reihe noch Gedanken machen. Die wollen wir noch ein bisschen Richtung Wasser ziehen, die Häuser, damit da noch ein bisschen eventuell Gärten irgendwann mal entstehen können. Aber sehr schön, haben wir noch zwei neue Häuser gebaut. Das sollte uns auch bautechnisch
voranbringen. Achso, Bretter sind da nicht genug drin. Die haben wir ja gerade raussortiert. Fabelhaft. Okay, dann lassen wir die nächste Familie umziehen, würde ich sagen. Aber diesmal reiße ich die Holzhütte nicht ab. Falls wir uns doch ein paar NPCs holen wollen, dass wir ein bisschen Wohnraum haben. Potsnan. So, ich will niemand Neues einziehen lassen. Wo ist er denn? Ach, sortieren wir mal alphabetisch. Da. Du bekommst ein neues Zuhause, mein Freund. Ergötze dich daran. Sehr gut. Dann werden wir noch ein bisschen Zeit damit verbringen, mal durch die Betriebe zu gehen, ob irgendwas hergestellt wurde, was nicht im Hauptlager gelandet ist, weil das Hauptlager voll war. Warum gucke ich eigentlich rein, wenn außen groß leer dran steht? Wir könnten natürlich eine zweite Küche bauen. Nicht, dass wir die Nahrung brauchen, aber wir haben genug Rohstoffe, die weggecraftet werden können. Okay, es war damals nur bei den Holzfällern was gelandet. Gut, im Steinbruch liegt vielleicht noch was, aber... So, ich glaube, dann tue ich mal meiner Familie was Gutes. Weißt du, wir wohnen in der kleinsten Hütte. Naja gut, okay, es gibt noch ein paar Einwohner, die noch kleinere Hütten haben. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Aber wir müssen ja wenigstens das technologisch fortschrittlichste Haus haben. My mouth's dry. Jetzt fehlen mir wirklich 4 Kalksteine. Also ich habe noch 4 Kalksteine, das ist ja nicht das Problem, aber... Na toll, daneben geworfen. Ach komm, dann fangen wir mit den anderen Häusern einfach auch schon an. Kann ja nicht schaden. I need to drink something. Kriegst gleich was. Weil ich gerade das Kind gehört habe, every time is a good time for a snowball fight. Dadurch, dass es jetzt die Schneebälle auch gibt und so. Es wäre eigentlich cool, wenn so ein Kind ab und zu mal so einen Schneeball auf dich werfen würde, oder? Irgendwie hätte das was. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man 96 Kalkstein braucht.
Irgendwie hatten wir jetzt noch was über. Ach so, ich glaube 96 Kalkstein braucht man, wenn man auch die oben, die Giebel aus Stein macht. So. Die müssten sich doch jetzt freuen wie ein Honigpferd. Jo. Da geht die Stimmung nach oben. Geht überall direkt die Stimmung nach oben. Weil sie schöne, tolle Häuser haben. Und ich bin ein schmutziger kleiner Onkel. Oder eine schmutzige kleine Tante, wie man es sehen will, gerade aktuell. Wie sieht denn das eigentlich so mit unserem Holzschüsselbedarf aus hier? Da könnten wir auch mal welche machen. Hat man die aus Baumstämmen gemacht oder? Ja, ich glaube aus Baumstämmen. Nehmen wir uns mal 10. Ganze Weile, bis ich das Rad machen kann. So, dann hat sie wieder ein bisschen was, wo sie auch arbeiten kann. Und steht nicht auf dem Schlauch, wenn die Dorfbewohner nicht schnell genug essen. So, wie sieht denn das hier aus, Freunde? Wir haben ja jetzt gerade Bautechnik gelevelt. Aber es ist immer noch ein weiter Weg bis zur Mine. Fast 2000 Punkte noch. Eieieiei. Und die Bauhütte. Dass die Bauhütte so spät kommt, das verstehe ich nicht. Aber na gut, es ist halt so. So, ich glaube, wir können uns schon auf den Weg machen ins andere Dorf, würde ich sagen. Vorher waschen wir uns noch. Rein in den eisigen See. Wie spät haben wir denn? 13.41 Uhr. Das ist doch der nächste Mittag. Wann ist denn bei den Mittag? Meine Güte. Die hier mal rumstanden, haben wir auch verjagt, ne? Ja. Aber wie sind auf freier Fläche sind auch kein Pappenstiel. Also jetzt soll ich mit Jaropelk sprechen. Ich habe gedacht, ich rede jetzt nochmal mit dem anderen. Naja, gut. Ja, wahrscheinlich nehmen wir den einfach mit zum Gespräch oder so. Keine Ahnung. Ach, der ist im Jagdlager. Hallo, willkommen. Ich habe eine Weile gebraucht, zu verarbeiten, was wir gefunden haben. Es hat all die Erinnerungen zurückgebracht. Mein Vater ist schon jahrelang verschwunden. Und ich war sicher, dass er nicht zurückkommt. Aber in diesem Moment fühlte es sich an,
als hätte ich ihn noch einmal verloren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das zeigt nur, wie viel er dir bedeutet hat. Du musst dich nicht bemühen, mich zu trösten. Ich komme zurecht. Etwas Zeit für mich hat mir geholfen. Mich zu beruhigen und einen klaren Kopf zu bekommen. Was ist mit dir? Hast du von meinem Onkel Nidan etwas Neues erfahren? Er zögert überhaupt etwas zu sagen, bis er merkte, dass die Axt ihm gehörte. Diese rostige Waffe gehörte ihm? Das ist schwer vorstellbar. Was könnte ihn dazu gebracht haben, sie dort zu lassen? Er würde lieber seine Hand verlieren, als sie aus seiner als sie aus seiner Hand. Ah, okay. Das weiß ich nicht. Er wurde sofort wütend und behauptete, die Jäger hätten sie gestohlen. Naja, er könnte auch einfach wütend sein, weil du ihn daran erinnert hast, dass er die verloren hat. Es wird als große Schande angesehen werden, wenn er sie einfach verlegt. Hat er sonst noch etwas gesagt? Nicht viel, außer mich anzuknurren, zu drohen und zu entscheiden, dass deine Mutter die Wurzel allen Übels ist. Das glaube ich allerdings auch, dass die Mutter die Wurzel allen Übels ist. Meine Mutter? Wie kommt er darauf? Nun, er könnte glauben, dass sie für jede meiner Handlungen verantwortlich ist. Er sieht mich noch immer als Kind. Dass ich ohne Hilfe seiner Mutter nicht den Hintern abwischen kann. Ihr müsst etwas gemeinsam haben. Genau so hat er dich beschrieben. Ja, er ist auch dein Daddy. Verdammt soll er sein. Er ist nutzlos. Er war einmal ein guter Freund meiner Familie. Aber das ist lange vorbei. Er hat uns völlig im Stich gelassen, als mein Vater verschwunden ist. Wie auch immer. Ich habe ihn damals nicht gebraucht und ich brauche ihn auch jetzt nicht. Ja, weil er was mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun hat. Alter, die können auch alle nicht eins und eins zusammenrechnen, oder? Vergessen wir ihn. Ich habe eine heikle Angelegenheit für dich. Es gibt in der Hauptstadt einen berühmten Bader und Wundarzt. Sein Name ist Seduwin. Dieser Mann verfügt über enormes Wissen auf allen Gebieten, die ich mir vorstellen kann. Ich habe einmal gesehen, wie er das gebrochene Bein eines unseres Dorfbewohners wieder zusammengesetzt hat. Ich habe noch nie von diesem Mann gehört. Das wäre auch schön. Normalerweise werde ich bewusstlos zu dem Mann gebracht, ja. Das kann ich ihm nicht absprechen. Er ist dafür bekannt, dass er in seiner Einrichtung in Piastovia schon viele Leute wieder auf die Beine gebracht hat. Nimm die Überreste, bring sie zu ihm und lass ihn untersuchen. Ich will sicher sein, zu wem die gehören und was die Todesursache ist. Solange sie zu unterwegs nicht so laut klappern. Ja, ich fürchte, das ist schon ein hoffnungsloser Fall, aber wir können es versuchen. Ah, das, was ich bekommen habe, könnte echt ein bisschen länger eingeblendet sein. Ich habe nicht gesehen, was ich jetzt gekriegt habe. Ach, wahrscheinlich die Überreste. Wieso klang das gerade so, als wäre die Quest abgebrochen? Winter is the only season when day is overthrown by Keiner mit Abbau ist gut. Naja, gucken wir mal in der Hauptstadt. Also wenn, dann hätte ich jetzt einen mit Abbau genommen vom Brunnen. Oder einen, je nachdem. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Herstellung, man könnte nochmal jemanden in die Küche, also wie gesagt, eine zweite Küche. Auch wenn es eigentlich nicht notwendig ist. Ich meine, wir haben so viel Zeug, wir könnten auch eine zweite Näherei bauen oder so. So langsam haben wir da ja die freie Auswahl. Oder noch eine Kräuterhütte. Ach, so viele Möglichkeiten.
Oder noch einen Schürfschuppen, damit wir schneller an Steine kommen. Und ich die nicht selber sammeln muss zum Häuser bauen. Eigentlich auch nicht der schlechteste Plan. Oh, ein Bandit. Ein Wegelagerer, wie er im Buche steht und Brückenzoll von mir verlangt. Auf der anderen Seite steht auch noch einer. Der hat zugeguckt, wie ich seinen Kumpel gekillt habe und hält es gar nicht für nötig herzukommen. Keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Ja, manchmal, also da ist, sind die NPCs nicht die smartesten, um es mal so auszudrücken. Aber ich finde es cool, wie sie das mit den Banditen gemacht haben, dass die nicht nur in den Banditenlagern quasi wie im Tal rumhängen, sondern halt auch so, wie jetzt hier die Brücke belagern oder was wir letztens hatten, in der Felsenschlucht oben standen und quasi den Weg unten belagert haben. Das finde ich sehr nice gemacht, die Spawns. Schon zu weit geritten. So, weil der Tag ist auch gleich wieder rum. Also wenn wir mit dem Bader gesprochen haben, ist auch schon wieder Ende mit Winter hier. Dann reden wir mal erst, gucken wir erst mal hier vorbei. Können den Esel ja dann gleich hier stehen lassen. Ein paar junge Damen. 3 Abbau, 2 Abbau, 3 Abbau. Hello there. Hello there. Worin bist du besonders gut? Ich kann gut mit Menschen umgehen. Sie scheinen sogar von mir meinen merkwürdigsten Ideen überzeugen zu lassen. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Okay, sie ist also eher die Händlerin. Manchmal hat man das aber, dass sich sogar der Satz nochmal ändert. See you soon. Wollen wir mal probieren. Guck mal, jetzt sagt sie zum Beispiel den Jägersatz. Ich glaube, es ist halt wirklich, es geht einfach darum, was die für ein Level haben. So, der Rest ist denen egal. Okay, sie sagt aber den Händler und den Jägersatz. Jetzt würde ich mal gucken. Ja, nee. Der Rest ist mir... Dann lassen wir das erstmal. Wir haben ja keine Nöte. Sprechen wir mal mit dem Bader. Hallo Siduin, ist alles in Ordnung?
Mein Freund hat mich mit einer ungewöhnlichen Bitte betraut, die mit menschlichen Überresten zu tun hat. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der bei dem Klang dieser Worte von Nostalgie ergriffen wird. Selbst der Geruch, der meine Untersuchungen begleitet, erscheint mir angenehm in meinen Erinnerungen. Verfluchte Ignoranten, die immer alles ruinieren müssen. Verzeih mir. Ich schweife ab. Wo ist die Leiche? Das ist alles, das ich habe. Hier. Das Klappern hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist wirklich enttäuschend. Hier gibt es nicht viel zu untersuchen. So eine Schande. Ich habe etwas mehr erwartet als trockene Knochen. Aber du hast einen weiten Weg hinter dir. Und ich möchte nicht, dass er umsonst war. Ja, lass mal die Bones raushängen jetzt hier. Mal sehen. Der Oberschenkelknochen ist recht lang. Und sein Kopfende ist dick. Das ist mit Sicherheit der Knochen eines Mannes. Aber der Zustand ist furchtbar. Er weist mehrere tiefe Schnitte und stumpfe Abdrücke auf. Ich würde sagen, das ist das Werk der kräftigen Hände eines groben Schlächters. Jemand hat sich große Mühe gegeben, sicherzustellen, dass er nicht überlebt. Ausgehend vom Zustand der Teile war es eine Person mittleren Alters. Die Überreste selbst sind aber nicht sehr alt. Vor ein paar Jahren hat dieser Mann noch gelebt. Ich hoffe nur, du hast niemanden ausgegraben, den du vorher selbst ermordet hast. Ein solches Verhalten sollte sofort behandelt werden. Ich habe da ein Rezept für einen Trank. Nein, das wird nicht nötig sein. Ich habe genau das bekommen, weswegen ich gekommen bin. Vielen Dank. Für gewöhnlich begrabe ich die nicht. Ich lasse die Krähen ihre Arbeit machen. Ich habe noch nie jemand ermordet. Getötet, das ist etwas anderes. Aber Mord, niemals. Genau. So, und jetzt sollen wir das alles wieder zurückbringen. Aber das werden wir in der nächsten Jahreszeit tun. Das werden wir wohl jetzt nicht mehr schaffen, gehe ich mal von aus. Also, bringt ja nichts. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.